Sehr geehrter Herr Vizepräsident, werte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Pohl, also erstmal vielen herzlichen Dank und großes Lob, dass Sie im Gegensatz zu Kollegin Köhler den Antrag von uns zumindest mal gelesen und verstanden haben. Das ist schon mal gut. Sie haben jetzt viel über Afrika und Russland gesprochen tatsächlich, ja, muss ich feststellen. Vielleicht können Sie uns aber trotzdem noch vielleicht was zur bayerischen Haushaltspolitik beitragen, beispielsweise das 49-Euro-Ticket. Wollen Sie an der Kofinanzierung weiterhin festhalten? Im Endeffekt ist es ja so, dass es eben ein Ticket ist, von dem nur die Großstädter profitieren und eben nicht der ländliche Raum. Sind Sie noch eine Partei des ländlichen Raumes oder haben Sie die auch schon vergessen?